Moin und willkommen bei Crusader Kings 3. Wir werden uns heute mit der Rückeroberung des Nordens beschäftigen. Und bevor wir das tun und ich euch erkläre, was wir heute machen, werden wir nochmal ein bisschen Lösegeld eintreiben. Wir können ja leider keine Titel entziehen, weil die Lehnsautorität leider wieder auf 1 gesenkt werden musste. Und deswegen werden wir leider mit zähneknirschender, mittelmäßiger Begeisterung einfach nur von den Vasallen Lösegeld fordern, sofern sie denn schon genug haben. Alles, was über 100 ist, nehmen wir mit. Das war einmal der Graf Frutari. 123 kriegen wir von Herzog Butolf. Wir bekommen auch von Otto, glaube ich, über 100. 225 hat er. Das ist natürlich schon nicht schlecht. Und auch Leopoldo hat, glaube ich, genug. 126, das nehmen wir auch erstmal mit. Hartwig können wir nochmal gucken. Auch da geht das, aber ich glaube, der ganze Rest, das reicht mir noch nicht. Die soll man noch eine Runde sparen. Okay, das haben wir soweit durch. Das heißt, es rollt demnächst der Rubel. Das ist auch gut, denn wir werden jetzt auch ein bisschen Geld ausgeben. Wir werden als erstes mal ein Festmahl veranstalten. Das kostet bekanntermaßen 250 Gold, aber wir müssen immer noch unsere Vasallen fröhlich stimmen. Und um unsere Vasallen noch fröhlicher zu stimmen, wir können Vasallen dem Lehnsherrn übertragen und das werden wir jetzt tun. Herzog Bretislav von Mähren geht jetzt an die Königin Hedwika von Böhmen. Und Graf Frutari, der ebenso brav Lösegeld gezahlt hat, der wird an König Gottschalk übergeben. Das ist immerhin auch ein Gosek und ja, das kann ich dann so auch ganz gut verantworten. Ja, und dann sind wir jetzt eigentlich auch schon bei den Kriegen, die wir heute führen müssen. Das heißt, wir müssen nicht, wir möchten aber, Paul und ich, es geht um Dannenberg, Hildesheim und um Stade. Wir werden diese drei Herzogtümer bzw. Grafschaften, die werden wir heute erobern. Es geht einmal gegen Stade. Und da werden wir das de jure Herzogtum erobern. Das gibt immerhin 3 Grafschaften. Wir erklären den Krieg. Und auch Dannenberg ist dran. Und auch da nehmen wir das Erzherzogtum von Ostfalen. Und zu guter Letzt kommt Hildesheim. Und bei Hildesheim machen wir natürlich genau dasselbe. Wir nehmen das Herzogtum von Angria und erklären den Krieg. Soweit, so gut. Der Plan ist, dass die Truppen... Ja, was ist denn der Plan? Die Truppen sollen möglichst zuerst diese beiden kleineren Gebiete hier erobern, bevor sie dann geschlossen Richtung Stade ziehen. So habe ich mir das gedacht. Wir werden deswegen den Sammelpunkt einfach mal quasi in die Mitte verlegen. So. Nach Hannover nämlich. Und dann können wir schon mal sagen, dass alle Armeen ausgehoben werden sollen. Wir haben auch noch 821 vom schwäbischen Trupp dabei. Das ist in Ordnung. Ich lasse schon mal laufen, damit die sich sammeln können. Das ist in Ordnung. Die werden uns natürlich nicht ewig erhalten bleiben. Aber ich denke mal, wir sind auf der sicheren Seite. Wir hätten sonst auch noch Verbündete, nämlich den schottischen König. Da ist er, den wir mit in den Krieg rufen könnten. Das Fest fängt an. Willkommen, sagt Paul. Und ich finde, wir können jetzt schon mal die Truppen halbieren. Und wir gucken uns mal an, welche wir jetzt wohin schicken. Es ist im Prinzip egal. Wir haben eine mit Mangonellen. Die wird allerdings von Prinz Fiete angeführt. Das möchte ich nicht. Wir nehmen den Gieselwert, das ist auch sehr in Ordnung, wenn der das macht. Und der marschiert jetzt in die Baronie von Hildesheim. Und er hier kann Richtung Dannenberg marschieren. So, und hier sehe ich jetzt gerade hier wird schon Buxtehude belagert. Das geht natürlich nicht.
Wir werden auf jeden Fall Buxtehude vorher befreien, bevor wir Richtung Dannenberg marschieren. Und es kommt zur Katastrophe. Der Wein ist mal wieder alle und jetzt können wir uns entscheiden, wollen wir Meinung gewinnen, das war ja eigentlich der Sinn der Sache, oder wir erhalten Gold für Prestige, das finde ich auch sehr lecker. Aber nein, wir kneifen die, oh, aber 200 Gold, ey, das ist so viel, 235 Gold und wir erhalten, ich muss mal kurz gucken, was das ist, ja, plus Prestige, ja, ist nett. Ach komm, wir nehmen die Meinung, das war der Sinn von diesem Fest und deswegen, ja, machen wir das jetzt auch. Muss so. Eine lobenswerte Leistung. Bürgermeisterin Wildruth tritt an Anne und mich heran und sie lobt ganz, ganz, ganz doll das Fest und wir können uns jetzt aussuchen, ob wir 150 Prestige erhalten, wenn Paul sich selber lobt und dann ist natürlich Anne irgendwie nicht so ganz begeistert oder wir erhalten jetzt 5 Jahre lang Haushaltsbemühungen. Oh ja, und das ist das, was wir wollen. Das war ganz allein die Leistung von Anne. Und wir haben eine neue Ruhmstufe erhalten. Wir sind jetzt Illuster. Sehr schön. Und der Kampf sieht im Moment gut für uns aus, auch wenn das hier im Moment zugunsten des Feindes aussieht. Festmahl, geteiltes Wissen. Festmähler sind für mich eine großartige Gelegenheit, mit Menschen zu sprechen, deren Meinung ich schätze. Herzog Uderlat hatte einige spannende Thesen zu Militärmanövern, während Graf Sigismund mir so manches über neue Verteidigungsstrategien erzählte. Allerdings war Herzogin Amelie das wahre Genie. Nach einigen Schlucken erzählte Herzogin Amelie mir im Vertrauen, wie sie sich den perfekten Sturmangriff auf eine Burg vorstellt. Das klingt gut. Wir erhalten 5 Jahre lang strategische Diskussionen, Kriegsführung plus 2. Jo, nehmen wir gerne mit und beobachten weiter den Kampf. Unser Ritter wurde verwundet, aber es sieht trotzdem aus, als würden wir gewinnen. Das haben wir auch nicht anders erwartet. Das Festmahl ist zu Ende. Paul hat eifrige Frohnatur erhalten und die Bewohner von Braunschweig wurden zum Katholizismus gebracht. So, und dann können wir jetzt eigentlich auch mal den Knilch hier woanders hinschicken. Wir schicken ihn nach Lüneburg. Da kann er sich jetzt mal ein bisschen austoben. Und ich hoffe, dass die dann schnell auch zum Katholizismus übergehen. So, die Schlacht haben wir gleich. Das ist schön. Die erste Schlacht wurde geschlagen. Und wenn wir jetzt hier schon so in der Nähe sind, dann können wir doch eigentlich auch gleich Richtung Stade gehen. Und hier gucken wir mal, wie lange die Belagerung noch dauert. 2 Monate sind das jetzt. Das ist gut. Dann ziehen wir danach gleich Richtung Dannenberg. Okay, ich mache mal ein bisschen schneller. Ich glaube, wir haben hier nichts auszustehen. Die können da ruhig belagern. Das ist uns wurscht. Oha! Bürgermeister Gieselmar hat die Affäre aufgedeckt, die meine Gemahlin Anne hat. Anne hat jetzt ein Verhältnis mit, oha, mit Prinz Tjark, mit Pauls Bruder. Oh, und das ist traurig. Das ist sehr, sehr traurig. Die Frage ist, was macht denn Paul da jetzt? Ein starkes Druckmittel gegen Kaiserin Anne. Ich muss nachdenken. Ich könnte in Erwägung ziehen, mich von Kaiserin Anne scheiden zu lassen, es ihr mit gleicher Münze heimzuzahlen oder ihr zu verzeihen. Gut, Paul denkt drüber nach. Der muss jetzt nämlich auch noch einen Krieg führen. Aber das merken wir uns natürlich. Das geht ja mal gar nicht. Und wir ziehen jetzt hier Richtung Dannenberg, haben den Vorteil auf unserer Seite und werden sicherlich den Krieg auch gewinnen. So, und es gibt mal wieder Streit im Lager. Herzog Konrad und Herzog Markomer streiten sich und Paul kann jetzt, ja, er kann jetzt wählen, was er tut. Entweder eine Diplomatie-Herausforderung meistern, da gibt es 150 Prestige für, oder auspeitschen lassen, die beiden.
Dann gibt es 24 Schrecken, das ist auch nicht schlecht. Aber dann geht die Meinung runter, das wollen wir eigentlich nicht. Oder wir kümmern uns nicht drum, das kostet Prestige, das Letzteres würde mir nichts ausmachen, wir haben genug Prestige. Aber wenn wir genug haben, versuche ich einfach mal noch mehr zu kriegen. So, oh, und es gibt eine Prügelei. Oh, das war keine gute diplomatische Leistung von Paul und die beiden prügeln sich. Ja, das ist schlecht. Getränk und Essen fliegen herum, als die Beteiligten anfangen, Krüge und Rationen zu werfen. Da mache ich doch mit. Nein, da könnte er verwundet werden. Und wir sagen einfach mal unfassbar. Gut, der Feind hat sich getrollt, der bleibt da jetzt einfach stehen, kann er gerne tun. Und ich habe vor lauter Vorlesen ganz verpasst, dass wir ja schon den Krieg um das Herzogtum von Angria gewonnen haben. Wir nehmen mit, was wir mitnehmen können, nämlich 30 Ruhm, erzwingen die Forderung und haben den Krieg schon mal von der Backe. Weiter geht's. Hier dauert es 6 Monate, hier belagern wir noch 4 Monate. Das geht jetzt relativ fix und ich bin mir sicher, dass wir da beide Kriege ganz, ganz locker gleich nach Hause schaukeln. Und wir haben mal wieder unter unseren Kindern jemanden, der ein Urteil fällt. Und das ist diesmal Radegund. Sie meint, der Dieb wurde zum Tode verurteilt und das sei eine zu harte Strafe. Sie hat daraufhin gerecht bekommen. Sie könnte aber auch zynisch oder maßvoll bekommen. Und wisst ihr was, wir haben jetzt so oft maßvoll genommen, wir nehmen jetzt gerecht. Das ist auch eine super Eigenschaft. Das müssen wir jetzt auch einfach mal nehmen. Und jetzt geht's zu einem Turnier. Mein Bruder und Rivale Prinz Fiete ist hier und wie immer unausstehlich. Sein ständiges Genörgel vermies seinem Umfeld die Laune und noch mehr als sonst. In der Zwischenzeit sitzt mein Bruder und Freund Prinz Tjark im Pavillon, eindeutig zu Tode gelangweilt. Ich schubse Fiete in die Pferdetränke, um für ein wenig Heiterkeit zu sorgen. Nee, ich glaube nein. Eigentlich möchten wir uns ja vertragen, ne? Oder wir verbringen Zeit mit Tjark, dann wird er unser bester Freund. Dann nehmen wir lieber Tjark als Freund. Feinde haben wir schließlich genug. So, die Belagerung nähert sich ihrem Ende. 1 Monat noch. Und Laurenz hat seine Prinzessin geheiratet. Das ist schön. Dann könnt ihr jetzt loslegen, ihr beiden. Ihr könnt jetzt loslegen und ein paar kleine Nachkommen zeugen. Wie wär's damit? Das finde ich gut. Sie ist paranoid, ehrgeizig und bescheiden. Und sehr gut in Kriegsführung. Da wird er noch seinen Spaß dran haben. Das finde ich okay. So, wir kümmern uns jetzt aber hier mal um Stade und werden als nächstes in die Baronie von Pferden ziehen und hier weiter beobachten, wie wir Dannenberg erobern. Und das ist bereits jetzt geschehen. Auch hier erzwingen wir die Forderung, nehmen 30 Ruhm mit, sagen so sei es. Und ja, dann können wir eigentlich Richtung Diepholz marschieren und gemeinsam Stade dann erobern. Ich denke mal, das wird dann wahrscheinlich auch Geschichte sein. Oder wir müssten dann noch eine Schlacht schlagen. Wir könnten ja eigentlich mit denen hier, wenn die fertig mit Belagern sind, 2 Monate mit denen hier, könnten wir eigentlich mal die Stader hier angreifen. So, natürlich ist es so, dass jetzt auch noch der Bauernaufstand kommen muss. Und wir sagen, geht wo ihr wohnt. So geht das nicht. Sammelt die Truppen, da gehen wir gegen an. Ganz klar. Und sobald Minden belagert ist, gehen wir hier zum Bauernaufstand. So, und jetzt werden wir auch den Rest des Bauernaufstandes ein bisschen verkloppen und ich denke, dann haben wir die Jungs auch erledigt. Danach geht's dann, nee, haben wir nicht, macht nichts.
Jetzt geht's aber erstmal zu den Stadern. Auch da brechen wir einen Streit vom Zaun. Und ich habe es, glaube ich, ein bisschen zu schnell so. Wir müssen ja auch noch ein bisschen hinterherkommen. Hier sind noch ein paar Bauern. Da können wir dann gleich weiterziehen. Oder mit denen dahin gehen, noch besser. So. Ja, und dann haben wir das eigentlich erledigt. Hier, guck mal. Wir sind schon durch mit der Sache. Wir haben einen Sieg eingefahren. Forderung erzwingen. Und das Herzogtum von Angria ist unser. Ja, und dann ist nur noch der Bauernaufstand dran. Jut, jut. Und den nehmen wir dann mal mit den restlichen Truppen in die Mangel. Und Geschichte ist er. Der Bauernaufstand hat sich damit auch erledigt. Das ging jetzt ein bisschen fix, aber das war so sicher. Da habe ich jetzt mal so ein bisschen auf die Tube gedrückt. Ich hoffe, das stört euch nicht. Das musste jetzt einfach sein, so aus lauter Begeisterung, dass wir auch mal schöne Kriege führen. Und vor allem vor lauter Begeisterung, dass jetzt hier der Norden wieder ein bisschen schöner aussieht. Was haben wir hier? Vorzüge verfügbar, das ist sehr schön. Dienst an der Krone hatten wir uns ausgesucht und dafür gibt es jetzt plus 15 Schrecken und Kontrollezuwachs plus 0,3 im Monat. Das ist gut. Und wir haben hier noch die Söldner. Da läuft bald der Vertrag ab. Das macht uns gar nichts. Wir haben jetzt aber auch eine Domäne zu viel. Und die möchte ich jetzt auf jeden Fall noch verteilen. Wir könnten mal gucken. Wir haben ja jetzt hier wieder das Herzogtum Angria quasi erobert. Beziehungsweise ein paar Provinzen davon. Wir müssten es jetzt nämlich wieder gründen können. Wir müssten es schaffen können. Und wir gucken mal, ob das denn so ist. Ja, das Herzogtum von Angria. Das werden wir jetzt schaffen. Und jetzt müssen wir natürlich ein Herzogtum vergeben und eine Provinz. Und ich würde mal sagen, ich suche da mal wieder einen von den Goseks aus. Und zwar jemanden, der im niederen Rang ist, der möglichst volljährig ist oder kurz davor und der nicht so viel erbt. Friedrich Gosek Rönne, der ist 11. Das ist der Sohn von Herzog Laurenz und seiner Frau. Den könnten wir eigentlich nehmen. Oder will ich ihn? Der ist 10. Ja, das finde ich schön. Der ist der Sohn von Prinz Tiag, der damals von Malte enterbt wurde und stattdessen ein Herzogtum geschenkt bekam. Und ich finde, das machen wir jetzt mit seinem Sohn auch. Dann finde ich, ist das so ein bisschen eine Wiedergutmachung, die wir leisten. Und deswegen gibt es jetzt das Herzogtum von Schleswig mit beiden Provinzen. Dann hat Paul zwar eine zu wenig, aber das macht uns nichts. Das bekommt er jetzt. Damit sind wir dann alle zufrieden. Und ich finde, für heute war das ganz erfolgreich. Wir müssen uns natürlich, wenn der Waffenstillstand vorbei ist, noch um Stade kümmern, um Meißen und um diese drei kleinen Dinge hier. Das werden wir dann auch tun. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder dabei. Bis dann und tschüss.